Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lasse. Ich bin Psychologiestudent an der Universität des Saarlandes. In diesem Video geht es ein bisschen darum, wie man aus einem Tief wieder rauskommt, beziehungsweise wie man wieder in seinen Alltag zurückfindet, nachdem man jetzt gezwungenermaßen sich zurückziehen musste. Ob das jetzt ist wegen einem gebrochenen Bein oder einer Corona-Isolation, in die man sich begeben muss. Das heißt, ich erzähle dir jetzt so ein bisschen, was bei mir letzten Herbst passiert ist und warum ich da in so ein richtig krasses Motivationsloch geschlittert bin und was ich jetzt mache, nachdem ich jetzt wieder eine Auszeit nehmen musste, unfreiwillig, um wieder back on track zu kommen und ein Motivationstief wie letzten Herbst zu verhindern. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dabei bleibst und ich habe für dich zum Schluss auch noch eine kleine Überraschung, also bleib dran. Wenn dir dieses Video jetzt schon gefällt, dann drücke gerne jetzt auf Like. Wenn du später denkst, hey, das fand ich jetzt cool, dann drück einfach später auf Like oder schreib einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören und los geht's, würde ich sagen. Letzten Herbst bin ich in ein Motivationsloch gefallen und was für eins. Was war passiert? Es war eigentlich alles ziemlich genial und wunderschön. Ich durfte nach Istanbul fliegen, durfte da einen Workshop halten und ein ganzes Seminar mit begleiten zum Thema Active Recall vom Verein Jugendbotschafter für den deutsch-türkischen Austausch sozusagen. Ja, da waren wir in einem super schönen Yoga-Retreat sozusagen, hatten dort unsere kleinen Hütten und einen schönen großen Seminarraum, waren 30, 40 TeilnehmerInnen und eben auch ein Team, mit dem ich wunderbar zusammengearbeitet habe, die einfach ganz, ganz tolle Menschen waren. Ja, ich habe dann auch tagsüber einfach gehustelt, habe da richtig Bock drauf gehabt, habe da Zeit und Liebe investiert und abends dann noch mit den Leuten gut gesprochen, ein bisschen getanzt, gefeiert, aber auch einfach das Leben genossen, so wie das einfach sein muss. Ich habe also wenig geschlafen, ich hatte volle Tage, das war ziemlich genial, aber natürlich auch etwas anstrengend. Dann bin ich allerdings nach Deutschland zurück, hatte erstmal noch eine fette Zahn-OP, habe irgendwie mir noch irgendeinen Infekt besorgt und schwuppdiwupp, mein Körper war so, okay, Lasse, das war jetzt super, aber jetzt machen wir erstmal eine große, große Pause, weil mein Körper war irgendwie nicht ganz so fit wie mein Kopf. Und dann musste ich also einfach mal auf den hören und mich etwas zurückziehen, alles erstmal auf Pause machen. Dann kamen auf jeden Fall diese kritischen Tage und die habe ich echt versaut, weil ich habe den Absprung nicht geschafft. Ich habe mit meinem Studium gestruggelt. Ich wusste nicht mehr, warum mache ich das eigentlich? Ich habe so ein bisschen mein Ziel aus den Augen verloren und vor allem habe ich meine Struktur verloren. Mein Alltag war weg, meine Vorlesungsbesuche, mein Schreiben an der Bachelorarbeit, mein alles hat sich irgendwie so durch meine Pause, die ich gemacht habe, so richtig in Luft aufgelöst. Und ich glaube, das ist ein ziemlich entscheidender Punkt, dass die Struktur einfach weg war. Und dann mit dem Verlust meiner Tagesstruktur und meiner Ziele kam auch so ein Verlust von von dem Willen, Entscheidungen zu treffen. So, und das war, glaube ich, einfach wirklich ein Knackpunkt, als ich dann gemerkt habe, okay, es ist mir gerade alles egal, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Kraft gerade, ich weiß überhaupt nicht wohin mit mir. Dieses Motivationstief letzten Herbst, dieses riesige Loch, in das ich gefallen bin, das war echt richtig, richtig blöd. Und ich hatte richtig Sorge, als ich neulich einen positiven Test hatte, dass mir das jetzt wieder passiert. Ich habe also meinen Kopf schon mal darauf vorbereitet, okay, Lasse, was machst du jetzt? Wie gehst du damit um, dass das nicht nochmal passiert? Dass du nicht nochmal in so einen Motivationstief fällst, nur weil du dich jetzt komplett erstmal zurückziehen musst. Also, erstens, klar, ich habe mich erstmal geschont. Ich war krank, logisch, da kann man erstmal gar nichts anderes machen. Aber auch im Anschluss, irgendwie ein bisschen schonen muss man sich natürlich trotzdem. Gerade bei so einer Viruserkrankung, wo man nicht genau weiß, was kommt da jetzt noch auf einen zu oder nicht? Ich merke es auch hier noch so ein bisschen, vielleicht hörst du es mir auch noch an der Stimme an. Ich bin noch nicht ganz wieder fit, aber ich habe einfach richtig Bock gehabt, jetzt dieses Video zu drehen und freue mich einfach, dass du da bist und dir das anschaust. So, also das Video ist hier für dich und natürlich auch für mich, weil ich liebe es einfach gerade, solche entspannten Videos zu machen. Ja, also ich habe mich geschont. Die Frage ist aber, wie viel schon ist zu viel? Darauf gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort. Aber da fällt mir
dann immer wieder meine Erfahrung ein aus dem Praktikum in der Schmerztherapiestation. Da waren nämlich ganz viele Menschen, die hatten chronische Schmerzen. Ich war dort bei den PsychotherapeutInnen auf der Station sozusagen als Begleitung mit unterwegs. Und ein richtig großer Takeaway, den ich mitgenommen habe, ist, okay, dass diese Menschen oft dachten, sie müssten sich jetzt schonen und dann wird es besser. Ja, zum Beispiel, du hast krasse Schmerzen in der Schulter, okay, muss jetzt schonen und dann wird es besser. Und das ist sicher manchmal der Fall, aber was für mich so echt nochmal die Perspektive gewechselt hat, war, dass vielen Leuten von den Ärzten nahegelegt worden ist, Bewegung reinzubringen, Aktivität, quasi aktiv etwas aufzubauen, damit sozusagen der Schmerz besser wird, damit die Situation sich verbessert. Das ist jetzt natürlich hier keine Empfehlung für Leute mit Schmerzen in der Schulter oder sonst wo. Ich bin da auch echt kein Experte, muss ich dazu sagen. Aber dieses Mindset, okay, ich bin krank, ich muss mich schonen, irgendwie hänge ich da noch dran, weil ich glaube, das ist auch manchmal korrekt. Andererseits habe ich dadurch echt so mitgenommen, okay, aber man muss auch aktiv sich was aufbauen. Und da kommen wir jetzt eigentlich schon zum Punkt, ja, wie viel schon ist zu viel? Ich bin zum Beispiel dann den halben Tag im Bett, weil es mir nicht gut geht, weil ich mich krank fühle, weil ich vielleicht noch Fieber hatte, aber mal so ein kleines Yoga reinbringen, ja, oder irgendwie Dehnungsübungen, damit einfach jetzt nicht noch Rückenschmerzen hinzukommen, einfach nur, weil ich den ganzen Tag rumhänge, das ist einfach eine sinnvolle Sache, die mir hilft, mein körperliches Wohlbefinden zu steigern und damit auch mein geistiges Wohlbefinden. Gleichzeitig ist es natürlich total okay, auch einfach das Leben zu genießen, Netflix zu schauen, Pokémon zu spielen, was auch immer du gerne in deiner Freizeit machst, wenn du krank bist und nicht so richtig die Wahl hast, alles zu tun, was du machen möchtest oder dich eben isolieren musst. Genau, also da würde ich dir aber auch empfehlen, und das werde ich jetzt machen, das habe ich jetzt auch gemacht, echt Pause machen. Also nicht zu sagen, okay, eigentlich müsste ich heute das tun, aber ich bin viel zu krank und irgendwie so sich daran dann schlecht zu fühlen, dass man dann sagt, okay, ich scroll jetzt auf Instagram oder ich schaue jetzt auf Netflix eine Serie, sondern sich aktiv zu sagen, okay, heute Vormittag mache ich komplett frei. Ich tue mir was Gutes, ich chille, ich erhole mich. Vielleicht mache ich dann abends noch ein kleines Yoga und nachmittags, wenn es mir gut genug geht, kümmere ich mich um Dinge, die vielleicht wichtig sind, die noch geklärt werden müssen. Ein zweiter richtig wichtiger Punkt für mich ist es, Struktur zurück in meinen Alltag zu bringen. Ich habe jetzt in den Tagen, wo es mir jetzt gerade wieder besser geht, das ist jetzt seit ein paar Tagen der Fall, erstmal mich um ein paar Termine gekümmert. Ich habe mal Menschen an der Uni geschrieben, mit denen ich noch ein paar Termine habe wegen meiner Bachelorarbeit, die diese Woche festzumachen. Ich habe mir vorgenommen, eine Vorlesung wieder zu besuchen und dieses Video hier zu drehen, einfach weil das meine kleine Struktur ist, die ich brauche. Ja, ich mache mein Video, ich gehe in die Uni, ich habe meine Termine, ich habe einen Arzttermin, das alles mal festzumachen, einen Kalender einzutragen, zu wissen, okay, ich habe ein Ziel, ein kurzfristiges, das kann ich erreichen, daran kann ich arbeiten. Und das hilft mir einfach nicht, in so einem Sumpf wieder zu landen wie letzten Herbst, wo ich einfach kein Ziel mehr hatte, keine Motivation und auch keine Entscheidung mehr treffen wollte. Und wo wir gerade bei Entscheidungen sind, wenn du mal in der Situation bist, dass du das Gefühl hast, du verlierst gerade so ein bisschen den Willen, Entscheidungen zu treffen, dann ist das total in Ordnung natürlich. Ich merke, meistens tut mir das halt überhaupt nicht gut. Und ein kleiner Trick, inspiriert auch tatsächlich hier an der Stelle nochmal von dem Olli Geiselhardt, von dem ich schon öfters mal erzählt habe, ist dann einfach Entscheidungen zu treffen. Ja, der Olli hat gesagt, erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen übersimplifiziert scheint, finde ich es gleichzeitig irgendwie echt hilfreiches und umsetzbares Advice sozusagen, weil gerade bei Dingen, die nicht so wichtig sind, ja, welche Sorte Tomate nehme ich aus dem Supermarkt oder gehe ich jetzt beim Spazieren rechts oder links rum oder sonst irgendwas, was vielleicht nicht so krasse Wichtigkeit hat, einfach sagen, okay, links, rechts, geradeaus, wie als würdest du in deinem Kopf eine Münze werfen. Das hilft mir enorm, irgendwie wieder so ein bisschen Pep und Schwung in mein Leben zu bringen und nicht in dieser Gelähmtheit der Unentschiedenheit festzustecken. Also triff einfach Entscheidungen, das werde ich jetzt zumindest machen, das habe ich auch gemacht, einfach aus dem Bauch heraus, und wenn dein Bauch nicht weiß, was er will, dann einfach eine Entscheidung treffen. Eine von zwei Optionen, einfach die erste, die in deinen Kopf kommt, einfach nehmen und machen. Machen ist einfach ultra wichtig, um nicht in den Tief zu fallen, weil ja, diese Gelähmtheit, dieses Nichtstun, dieses, ach, ich weiß auch nicht und es ist im Endeffekt alles egal, das ist für mich pures Gift.
Ein kleiner Bonus an der Stelle. Letzte Woche war ich einfach noch zu krank. Ne? Zu krank, um ein großes Video zu machen oder einfach so ein entspanntes Vlog-Talk-Video wie dieses hier. Und das habe ich echt bedauert. Da war ich echt richtig traurig, weil eigentlich habe ich mir das vorgenommen, jede Woche irgendwie ein Video zu machen. Das ist jetzt hier kein Versprechen, aber ich habe es mir für mich vorgenommen. Und letzte Woche ging das nicht. Ich war echt nicht fit. Aber ich hatte irgendwie auch Lust, jetzt schon noch mal was zu tun, nicht nur den ganzen Tag zu chillen oder auf dem Sofa zu liegen. Und dann habe ich einfach geguckt, ich hatte ja was vorbereitet. Ich hatte nämlich einmal so ein bisschen was vorproduziert, so kleine Short-Videos. Und da habe ich dann eins dann fertig geschnitten, fertig gemacht, hochgeladen und hatte quasi für mich wie so ein Ersatzziel erreicht, nämlich zwar kein großes, sondern so ein kleines Video veröffentlicht. Und das kannst natürlich auch du für dich umsetzen. Ja? Mach dir einen Plan B, hol dir ein Backup. Was machst du, wenn du A nicht machen kannst? Ja, wenn du dein eigentliches Ziel nicht erreichen kannst, was kannst du vielleicht stattdessen tun, damit du irgendwie den Tag als Erfolg verbuchen kannst und nicht ganz aus deiner Routine rausfällst? Um nochmal die Learnings aus diesem Video zusammenzufassen. Triff Entscheidungen, auch wenn es wirklich Sachen sind, die dir nicht wichtig sind, triff sie aus dem Bauch heraus oder wenn der Bauch nicht weiß, wohin, dann nimm einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt. Ja? Zweitens, bring Struktur zurück in deinen Alltag. So gut du kannst, nagel dir irgendwas fest, irgendwelche Termine, Arzttermine, Unitermine, Vorlesungen, die du besuchst und triff Freunde, verabrede dich verbindlich, einfach um deine Struktur nicht zu verlieren und ins Tun zu kommen. Und drittens, hab einen Plan B, beziehungsweise ändere deinen Plan ab, wenn du ihn nicht erreichen kannst, dass du sozusagen einfach nicht komplett rausfällst aus deinem bisherigen Rahmen. Wenn du wissen möchtest, wie du bessere Karteikarten erstellst, um mit Active Recall zu lernen, dann schau dir mal dieses Video an. Das ist schon ein bisschen älter, aber immer noch aktuell. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass du dabei warst. Ciao, dein Lasse.